Herzlich willkommen zur inzwischen sagenhaften 9. Ausgabe des Telestammtisch. Wieder mittendrin statt nur dabei sind diesmal zwei weitere Gäste. Ein dritter kommt später noch kurz vorbei, den stibbeln wir so rein. Und wer euch erwartet, das sagt er am besten selbst. Ja, ich bin einmal der Niklas. Ich bin seit ja schon geraumer Zeit dabei. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, seit der zweiten Ausgabe habe ich mich hier mal blicken lassen. Und ja, ich erzähle gerne über Filme, Comics. Irgendwann kommt auch sicher mal ein Buch dazu und freue mich auf die heutige Ausgabe. Ja, mein Name ist Andreas. Ich schreibe für GeekQuizBau und bin schon beim Telestammtisch. Ich glaube, in der ersten Ausgabe dabei und habe, glaube ich, nur eine verpasst bis jetzt. Alter, ich glaube, irgendwann müssen wir uns gar nicht mehr so genau vorstellen, oder? Man weiß doch immer nicht. Also ich glaube, also gerade ihr beide seid ja quasi alteingesessen. Also wenn man euch nicht kennt, dann ist man selber schuld. So. Wer uns nicht kennt, hat die Welt verpennt. Exakt. Ja, genau. Exakt. Aber jetzt Achtung, Überleitung. Wer Wonder Woman noch nicht kennt, der hat aktuell die Gelegenheit, Wonder Woman im Kino anzuschauen. Wonder Woman, eine Superheldin von DC. Und den hast du auch gesehen, Nick, ne? Richtig, genau. Also Wonder Woman ist ja seit dem 14., glaube ich, hier in Deutschland im Kino, 14. Juni. In den USA, glaube ich, kam man eine Woche oder zwei vorher sogar schon. Und ja, worum geht's? Was ist Wonder Woman? Wer ist Wonder Woman? Also in dem Film selber geht's um die, ich glaube, in Deutschland auch mittlerweile doch recht bekannte Comicfigur Wonder Woman. Und das ist Teil des sogenannten DC Extended Universe. Also wer Batman, Superman, Suicide Squad und Man of Steel geguckt hat oder kennt, das gehört alles sozusagen zu einem Universum, einer Kontinuität. So, und in Wonder Woman selber geht es quasi um die Origin, um die Herkunftsgeschichte, um ja die Ursprungsgeschichte von Wonder Woman. Wo kommt sie her? Ihr erstes Abenteuer sozusagen. Und ja, das ist jetzt 2017 quasi dann aufgelegt worden. Und im Kino kann man sie jetzt gerade dabei begutachten, wie sie sich durch den Ersten Weltkrieg schnetzelt und die erste Erfahrung mit der Menschheit sammelt. Und macht das Ganze im DC Universe, gehört also zu den ganzen anderen Filmen rund um Ben Affleck, Henry Cavill und ja, alles, was von Zack Snyder so in letzter Zeit produziert wurde. Ist ja auch der erste Superheldenfilm mit einer weiblichen Protagonistin, oder habe ich da irgendeinen vergessen? Ja, einige. Also es gab ja Elektra, Catwoman, aber das waren ja Filme, über die hüllt man den Mantel des Schweigens, so. Und das ist jetzt eigentlich quasi der erste, sehr aufwendig, mit so einem hohen Budget produzierte Superhelden- oder Actionfilm mit einer weiblichen Hauptrolle. Ja, das ist eigentlich so der große Beitrag vorab. Und gerade sie, die Wonder Woman, also gespielt von Gal Gadot, war für mich ja, wenn, also neben der Tatsache, dass es ein DC-Film war, ja auch der Hauptgrund, überhaupt ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, geht ihr das auch so? Ja, also ich denke mal, sie erfüllt durchaus hohe ästhetische Ansprüche. Klar, also ich glaube, viele, die sie sehen, sagen, das ist so mit einer der schönsten Frauen, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, sie hat so ein bisschen den Status, den Megan Fox am Anfang hatte, als sie das erste Mal so ein bisschen in irgendwelchen Kinofilmen aufgetreten ist. Ja, ich bin aber nicht nur wegen ihr in den Film gegangen. Ich muss schon sagen, ich war bisher, und das sage ich direkt mal vorab, von den bisherigen Ergebnissen im DC-Universum relativ enttäuscht. Also ich fand Batman und Superman nicht gut, gar nicht gut, Suicide Squad eigentlich noch schlechter. Und hatte mir gesagt, in den Film gehst du nur, wenn die Kritiken so einigermaßen stimmen. Dann sagst du dir, gut, dann machst du dir ein eigenes Bild, kannst natürlich immer noch schlecht finden, aber dann hast du zumindest so einen Anlass zu sagen, gut, du guckst ihn dir jetzt mal an. Entsprechend, die Kritiken sind ja auf den gängigen Portalen quasi überwältigend. Und dann habe ich es dann doch gewagt, ins Kino zu gehen. Was auch übrigens Entschuldigung, im starken Kontrast zu den Vorgängern steht. Ich glaube, es gibt bisher keine Filmreihe, bei der ein Folgefilm so krass im Gegensatz zu den Vorgängern steht in den gängigen Kritiken. Also ich meine, wenn man sich die Ergebnisse auf Rotten Tomatoes anschaut, von Batman und Superman, Suicide Squad, zusammen ergeben die ja gerade mal so die Hälfte von dem, was Wonder Woman erreicht. Wobei man, also wenn man das natürlich in diesem Gesamtkontext eines ja, verbundenen Filmuniversums packt, dann hast du da vollkommen recht. Dann sticht er wirklich sehr heraus.
Auch wenn ich Batman vs. Superman gar nicht so scheiße fand. aber das eines kann man vorwegnehmen für jemanden, der den Film noch nicht gesehen haben sollte und vielleicht auch noch ein bisschen da eine Hürde zu sehen glaubt. Das ist ein Film, in den kann man gehen, ohne irgendeinen anderen Film aus diesem Bereich gesehen zu haben. Also bekommst von vorne bis hinten alle Protagonisten vorgestellt und es wären, das ist glaube ich auch kein größerer Spoiler, jetzt keine wesentlichen Bezüge zu anderen Filmen oder Figuren aus diesem Universum genommen. Also Wonder Woman kannst du dir einfach reinziehen, wenn du Bock auf geile Action hast, Superheldenfilm hast oder mal eine Frau sehen willst, die fantastisch spielt, kann man das auf jeden Fall empfehlen. Also wie gesagt, man muss vorher nichts gesehen haben. Vergehen wir mal so einzelne Punkte durch. Ich würde hier gerne so eine Handvoll Schauspieler mir mal vornehmen und auch gerne mal mit der Protagonistin anfangen. Gal Gadot ist ja eine Schauspielerin, als sie damals gecastet worden ist für Wonder Woman, da stand sie in der Kritik. Sie war wohl bekannt aus den Fast and Furious Filmen, daher kannte man sie, glaube ich, vorab schon. Und als sie dann die Wonder Woman verkörpern sollte, also eine starke, kräftige, selbstbewusste Amazone, die nicht einfach nur das dünne Püppchen ist, sondern eben auch Kraft mitbringt und eben auch eine gewisse Epicness und Schwere mitbringt, da war sie in der Kritik. Sie hatte zu dünne Ärmchen und würde ihr Korsett auch nicht so gut ausfüllen, wie das andere Schauspielerinnen getan hätten, die für eine Amazone aber, was für eine Amazone wohl notwendig wäre, was irgendwie auch komisch ist, weil das glaube ich, das ist Unsinn mit den dicken Oberweite, aber davon ist ja jetzt gar nichts mehr zu hören. Ganz im Gegenteil, die Kritiken sind ja weitestgehend sehr gut, was ihre persönliche Leistung angeht, was auch meinem Eindruck entspricht. Wie siehst du das denn, Nick? Ja, also ich habe jetzt nur die deutsche Fassung geguckt, also deutsche Übersetzung. Da ist ja unter anderem auch ihr sehr charakteristischer Akzent natürlich wegsynchronisiert worden. Aber jetzt unabhängig von den ganzen sprachlichen Aspekten macht sie das schon ganz gut. Man merkt, sie hat sich so ganz gut in diese Rolle reingefunden. Ich glaube auch, dass da einfach die Chemie zwischen Regisseurin und Schauspielerin unheimlich gut gestimmt hat. Das ist ja auch das, was meiner Meinung nach auch schon durch die Promotion im Vorfeld deutlich geworden ist, dass Patty Jenkins und Gal Gadot sehr viel zusammen aufgetreten sind und viele Aspekte, also das hat schon den Eindruck gemacht, okay, haben sich zwei gefunden, wo es einfach gestimmt hat. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher und besser für die Schauspielerin, sich in die Rolle zu finden. Und ja, das merkt man im Film auch einfach. Also, sie ist noch nicht das, was Hugh Jackman für Wolverine ist, aber es hat ja auch noch nicht so viele Filme Zeit gehabt. Aber sie ist auf einem guten Weg dahin. Und ich könnte mir momentan auch keine andere Schauspielerin vorstellen in der Rolle. Ja, mangels Alternativen. Wer einen Eindruck von ihr bekommen hat bei Batman wie Superman, da hat sie ihren ersten Auftritt und man kann so erahnen, was diese Figur mit sich bringt und was sie für Möglichkeiten hat. Das sehe ich bestätigt. Also die Kämpferin kommt sehr gut durch, sie hat Bock auf Kämpfen. Sie meint es aber grundsätzlich immer nur gut. Es ist also keine wild gewordene Irre, die einfach draufschlägt. Sie ist sehr gebildet. Das sind die Amazonen in den Comics ja auch. Die haben ja große Bibliotheken, wissen viel, haben auch eine Technik, speziell jetzt diese, deren beispielsweise deren medizinische Kenntnisse sind, obwohl man das vielleicht nicht erwarten würde, ja sehr gut ausgeprägt und die können einige Leute retten und heilen, so wie sie das hier jetzt in dem Film auch tun. Also ich würde sagen, auch generell die Amazonen finde ich gut getroffen. Auch die anderen Figuren, die da auf der Insel noch unterwegs sind, finde ich, machen, sind da, also sind fantastisch getroffen. Unter anderem auch diese Schauspielerin, die man aus House of Cards kennt. Wie heißt denn die gute Frau? Ich überlege gerade, die First Lady spielt in House of Cards. Sagt Nie euch nichts. geguckt. Nie geguckt. Wen spielt die in Wonder Woman? In Wonder Woman spielt die diese, ist glaube ich die Schwester von Hippolyta. Soll das sein? Ach, das Was? ist Robin Robin. White. Robin Ja. White, vielen Ja. Dank. Die macht das echt klasse. Also die starke Frau, die nehme ich ihr auf jeden Fall ab. Ist nicht, Hippolyta war doch, die war noch, die Connie auch Robin, Nielsen. genau, die ist, und die ist doch aber auch, wenn dir aber das aufgefallen ist, aber Robin Wyant, wenn die nebeneinander stehen und sich unterhalten, wirkt Robin relativ, also klein, ne? Ist keine großgewachsene Frau. Ist euch das auch aufgefallen? Nee, hat Habe er ich jetzt nicht. gar nicht so drauf geachtet. Aber Google ist schnell. 1,68, ja. Geht für eine Frau eigentlich noch. Die sieht neben Kevin Spacey oder Spacey, muss man glaube ich sagen. Also neben ihrem Schauspielerkollegen aus House of Cards sieht die halt immer so groß und schlank aus. Und wahrscheinlich ist er einfach sehr kurz. Nun gut, aber gar nicht das Thema. Ja, kurze Anekdote. Connie Ja. Nielsen ist übrigens fast 1,80. Vielleicht liegt es auch daran. Also 10 Zentimeter gut größer, vielleicht hatte er so höhere Schuhe an, wer weiß, ne? Ja.
Google verrät einem die Körpergröße der Schauspieler? Ja, in der Regel schon. Okay, das gucke ich, das versuche ich jetzt gerne dort. Auch das Bankkonto. 1,78 ist gerne dort groß. Das ist ja faszinierend. Ja. Okay, Raterunde. Raterunde. Ihr dürft nicht googeln. Okay, wer ist laut Google größer? Und wenn ja, wie viel ungefähr? Jason Momoa oder Ben Affleck? Boah. Ich sage Jason Momoa 5 Zentimeter. Also ich weiß, dass Ben Affleck so 1,90 ist, ungefähr. Und ich meine, Jason Momoa ist tatsächlich ein bisschen größer. 5 Zentimeter? Knapp. Also es ist exakt 1 Zentimeter Unterschied zwischen den beiden. Ach, krass. Aber richtig, Momoa ist 1,93 und Ben Affleck 1,92. Geil. Ach. Wieder neue Funktion hier auf Google kennengelernt. Danke an dieser Stelle an die Geeks da draußen. Ich bin also mit den richtigen Leuten unterwegs. Fantastisch. Genau, also Gal Gadot, super geil. Die ganzen Amazonen, super geil. Ich habe auch tatsächlich einen, den fand ich nicht so geil, auf den komme ich später nochmal kurz. Was auch gut reingepasst hat, und da bin ich sehr überrascht. Ich finde, Captain Kirk macht seinen Job 1A. Chris Pine in der Rolle des Steve Trevor. Eine Figur, die bis heute auch in den Comics eine Rolle spielt, inzwischen aber halt eben ein junger, moderner Mann ist, der für moderne Organisationen arbeitet. Wie seht ihr das? Habt ihr ihn den Soldaten und Spionen abgenommen? Oder Nick, du? Ja, also ich fand die Chemie zwischen den beiden hat schon gut gestimmt. Chris Pine, ich finde den ja eh eigentlich ganz cool. Ne? Der hatte vielleicht noch nicht den ganz, ganz großen Durchbruch, vielleicht damit jetzt. Ne? Also ich meine, Star Trek, klar, die Filme haben alle gute Kritiken bekommen, aber ich finde, die haben ja noch nicht so ganz eingeschlagen. Aber ich will ja mich auch gar nicht so sehr auf seine Karriere jetzt irgendwie fixieren. Ich finde, der macht das schon echt gut. Auch er funktioniert in den Szenen, wo Komik eine Rolle spielt, gut. Der macht seinen Job ganz gut. Und ja, also als Steve Trevor war, glaube ich, eine gute Besetzung. Er hat das glaubwürdig rübergebracht. Und ja, also kann man nur beglückwünschen, dass sie die Wahl für ihn getroffen haben. Darf man hier eigentlich spoilern oder ist das noch verboten? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich würde vielleicht nicht den Twist des Endes verraten, aber alles andere, denke ich, kann man noch irgendwie entspannt. Ja, gut. Dann, ja. Also Chris Pine, gute Wahl. jetzt weiß ich auch, was du meinst mit Spoilern. Ja, wirklich gute Wahl. Und ja, hat er echt gut gemacht. Gerade den Spion, finde ich, gibt er halt sehr gut. Und man merkt halt auch, trotz der, also es ist ein junger Mann, der, ich glaube, wenn er würde, würde der gern Spaß haben. Hat er unter Umständen in diesem Film auch ein bisschen. Ja. Aber grundsätzlich ist er halt im Krieg, dessen ist er sich auch bewusst und er schafft es ja auch, den Krieg in der Außenwelt, von dem die Amazonen bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts mitbekommen haben, super glaubwürdig zu vermitteln. Also allein, gut, er ist ja auch ans Lasso gefesselt, er könnte auch gar nicht anders. Aber alles macht er schon gut und im richtigen Moment trifft er die richtigen Entscheidungen. Also ganz klasse, großes Kino. Ja, dann greife ich mal gleich vor. Und zwar gab es ja noch eine ganze Menge weitere Figuren. Ja, also unter anderem gab es eine Person hier, die diese Dr. Maru oder Dr. Poison, glaube ich, heißt, die spielt. Dr. Poison ist der Spitzname quasi, ne? Ah ja, okay. Die kannte ich noch gar nicht aus aktuelleren Comics von Wonder Woman und davon hatte ich einige gelesen. Kanntest du die vorher? Nee, also ich muss auch sagen, ich habe vorher noch nie, also ich habe bis heute noch nie einen Wonder Woman Comic gelesen. Zwar welche, in denen sie auftaucht oder eine Rolle spielt, Justice League und so weiter, aber einen reinen Comic von Wonder Woman noch nicht. Deswegen, Ares kannte ich jetzt aus Injustice, dem Videospiel. Ansonsten muss ich sagen, die Figur war mir nicht bekannt. Also Maru, Dr. Poison kannte ich nicht. Die Schauspielerin schon, aber die Figur nicht. Also ich auch nicht. Man so richtig viel Gelegenheit, sich zu präsentieren, hat sie auch nicht bekommen, das muss man schon sagen. Nee. Ja, und wer mir halt eben, jetzt habe ich ihn auch, damit wir es nicht verwechseln hier. Wer mir also ganz ehrlich, was ich gerade gen Ende, ohne das Ende jetzt zu spoilern, einfach nur lächerlich finde, weil es für mich überhaupt nicht passt, einfach so ein optischer Aspekt, ist der Oberlippenbart von David Thewlis, der den Sir Patrick Morgan spielt. Also jemand, der auch am Ende nochmal sehr wichtig wird in diesem Film. Und das fand ich so lächerlich.
Das ist eine Person, die Respekt ausstrahlen soll. Und ein Stück weit mag das in die Zeit passen, aber es gibt einen sehr zeitlosen Moment im Film. Gerade im, ja, gibt's halt, und der ist, das ist, also das, dieser Oberlippenbart ist so lächerlich. Da ist jemand, der von dem Respekt haben soll, vielleicht sogar Angst, der Möglichkeiten hat, da mal richtig schön die Scheiße krachen zu lassen. Und da hat er diesen Oberlippenbart. Alter, tut mir leid. Geht nicht. Dagegen finde ich das lächerlich, dass man sich drüber unterhält, warum jetzt Wonder Woman rasierte Achseln hat. Da war ja auch so ein Mini-Skandal vorab, dass sie für eine Kriegerin doch ziemlich rasierte Achseln hätte. Also dagegen finde ich den Oberlippenbart also total lächerlich. Ich glaube, das ist eine schwierige Diskussion. Übrigens ist der Typ 1,90. Nein. Ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so gestört. Er war sicherlich, also für die Rolle irgendwo passend, aber ich glaube, es wird schwierig, das jetzt zu vertiefen, Ohne ohne das Ende zu jetzt verraten, irgendwas ja. vorwegzunehmen. Vielleicht haben wir das sogar im Grunde schon, dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen rumeiern. Aber ja. Okay. Bösewichte sind auch bei diesem Film, um das mal allgemein zu halten. Das hatte ich ja auch im Panini-Forum auch geschrieben. Der Film ist in dieser Beziehung, ja, genauso wie viele andere aus dem Genre, eigentlich reiht er sich da ein. Die Bösewichte sind relativ 0815. Entweder sehr blass oder mit einer sehr simplen Motivation, die irgendwo nachvollziehbar ist, aber pff, letztendlich kein Schurke oder keine Schurken, die einem irgendwie in Erinnerung bleiben würden. Also, wenn man Ja. überlegt, so ein Darth Vader oder sonst was, so Leute, wo man sich noch in 100 Jahren vielleicht, ne, daran erinnern wird, haben wir hier auch nicht. Also ich stelle mir eine Frage, was meinst du, wofür war diese, es gibt ja einen, also Dr. Poison macht halt Gas, die macht, es ist so deren Ding, Gase zu erschaffen, die mit Wirkungen. Und die hat ja unter anderem auch so ein Gas gemacht, das jetzt hier, ach, das passt schon. Also ein Gas, das quasi die Kräfte der Person, die dieses Gas einatmet, verstärkt. Ja, also brichst da irgend so eine Kanüle auf, dann riechst du dran, atmest das ein, gehst voll steil und kannst, keine Ahnung, mit Wonder Woman prügeln. Kann es sein, dass das so überhaupt keinen Sinn und Zweck hatte? Also davon hat sich Wonder Woman Diana Prince überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und ja, eigentlich war das mehr so für die Show-Effekte im Film, oder? Hatte das sonst, das findest du sonst, was hältst du davon? Ja, vielleicht hatte man damit ursprünglich was anderes vor, ich weiß es nicht. Also klar, es hat den Endkampf ein bisschen hinausgezögert. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte das überhaupt keinen Effekt gehabt. Er hat jetzt, also damit konnte einer der Antagonisten ja zumindest über einige Minuten oder Sekunden mehr Widerstand leisten, als es ein normaler Mensch getan hätte. Ja, darüber hinaus, da hätte man vielleicht mehr draus machen können, vielleicht war es ursprünglich geplant. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen rumgesponnen. Rein theoretisch hätte man ja sagen können, warum rüstet die nicht die Soldaten damit aus? Nach dem Motto, die Nazis, Entschuldigung, ist ja Erster Weltkrieg. Die Imperialisten, oder das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich, stattet damit Soldaten aus, schafft so eine Art Supersoldaten. Das hätte ja auch irgendwie Sinn ergeben. So war das aber irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so nach dem Motto, wir brauchen noch irgendwie so ein ganz kurzes Gimmick. Aber wenn man das mal genauer hinterfragt, hätte man das jetzt nicht gebraucht. Ist übrigens ein total lustiger Moment im Kino gewesen. Wonder Woman kommt quasi in die, also Diana kommt in die zivilisierte Welt oder in den anderen Teil, ich glaube nach London, glaube ich, kommt sie, sind Ja. relativ, und die betreten alle gemeinsam so eine Art Debattensaal, wo ganz viele Politiker sitzen, die eben so quasi kriegsentscheidende Entscheidungen treffen und debattieren vor sich hin, und irgendwie fällt da so ein Satz von wegen, ja, die Deutschen, die sind gefährlich, denen kann man eh nicht trauen. Irgendwie so, das war ein Riesenlacher im Saal. Also, das war, haben sie alle gefeiert, fand ich auch irgendwie ganz lustig. Mit wie viel generell, was denkst du zum Humor? Speziell jetzt Batman wie Superman hat ja nun nahezu null Humor gehabt und ist dafür auch arg kritisiert worden. Hat dir der Humor des Films, der ja da ist, hat er dir gefallen? Also grundsätzlich dazu würde ich sagen, ein Film braucht jetzt nicht unbedingt Humor, um gut zu sein. Klar, so ein bisschen Situationskomik oder passender Slapstick oder was auch immer, es lockert manche Situationen auf und ich glaube, es ist immer gut, die Sympathie des Kinos oder einfach oder besser die Sympathie der Zuschauer zu gewinnen, wenn man so ein bisschen zum Lachen bringt. In dem Film hat man das tatsächlich ja ein bisschen gemacht. Ich finde, es war schon ganz gut positioniert, in den Trailern leider schon die meisten Szenen natürlich vorher gezeigt.
Aber grundsätzlich glaube ich passend, wenn dann so eine Amazone aus einer vollkommen anderen Kultur plötzlich in die, ich sag mal in Anführungszeichen, reale Menschenwelt kommt, dann bietet das ja unheimlich viel Gelegenheit dafür, auch mal so ein bisschen Humor einzuspielen. Einfach kulturelle Unterschiede, das ist ja jetzt nicht nur in einem Superheldenfilm so, wer vielleicht mal in einer ganz anderen Kultur unterwegs war und sich da so den einen oder anderen Fauxpas erlaubt hat, ne? Unbeabsichtigt. Das hat man hier, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Biedert sich jetzt nicht so sehr an dem Marvel-Stil an. Also das ist ja, der Vergleich kommt ja eigentlich immer sofort. Das wird nicht gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als versucht man da alle 5 Minuten irgendwie in so eine Slapstick-Einlage reinzubringen. Was ich auch gar nicht negativ meine. Marvel hat da sein Konzept. Und DC, finde ich, zeigt, dass es noch so seinen eigenen Weg sucht. Aber klar, es gibt Humor. Ich finde, der ist ganz gut positioniert. Manche Gags hätten vielleicht noch besser funktionieren können, aber passt schon so. Ist okay. Ja, das denke ich auch. Vielleicht kommen wir einfach kurz auch zu einem Ende. Wir müssen sie jetzt nicht zu sehr im Detail analysieren. Ja, du kennst ja unser Punktesystem und vielleicht kannst du ein bisschen ausführen, warum du wie viele Punkte geben würdest. Ja, das fällt mir ehrlich gesagt immer noch schwer. Wir haben jetzt nur über Charaktere gesprochen eigentlich. Da gibt es ja auch eine ganze Palette mehr an Aspekten, die wir jetzt nicht berücksichtigen. Das ist hauptsächlich die Handlung und die Themen, die angesprochen werden. Da muss ich sagen, ich finde viele Ansätze gut. Ich finde aber auch, dass vieles feiner hätte ausgearbeitet werden können. Also da muss ich sagen, da ist der Film jetzt nicht irgendwie der ganz große Meilenstein. Er findet das Genre nicht neu, ne? Also er bedient sich da so der klassischen Stärken, hat aber auch eben so typische Schwächen, die man in so einem Superheldenfilm immer wieder ausmacht. Und ich glaube, der größte Beitrag zum Superhelden-Genre ist bei Wonder Woman immer noch, dass es jetzt endlich mal so einen klassischen Superheldenfilm gibt mit einer weiblichen Hauptrolle, mit der sich dann auch weibliche Zuschauer entsprechend identifizieren können, potenziell zumindest, ne? So, und deswegen kann ich auch ehrlich gesagt immer noch keine richtige Punktevergabe machen. Ich glaube, ich muss den Film auch noch echt nochmal sehen. Also gefühlsmäßig würde ich sagen, durchaus so 4 von 5 möglich, vielleicht auch 3,5 von 5. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Also gerade der Aspekt, den du angesprochen hast, was man noch alles hätte ausbauen können, das sind Sachen, die fallen mir halt auch auf. Oder Sachen, die man als Comicleser dann natürlich noch mehr sieht. Beispielsweise, was zum Beispiel im letzten Wonder Woman Comic sehr gut funktioniert, Wonder Woman das erste Jahr, da geht es eben auch um die Situation, dass sie als Amazone, die von der Welt noch nichts gesehen hatte, plötzlich in diese, ich nenne es mal, zivilisierte Welt tritt und dort erst einmal zurechtkommen muss. Bedeutet nichts anderes, als dass sie sich quasi wie eine Fremde in einer eh fremden Welt fühlt. So stelle ich mir so ein bisschen das Gefühl von irgendwelchen Flüchtlingen auch vor, die quasi aus ihrer Heimat kommen, vielleicht aus einer anderen Kultur und mit den Gepflogenheiten des Aufnahmelands nichts zu tun haben. Und dort kommt sie jetzt an und muss eben dann plötzlich in einem Comic zum Beispiel mal ein Einkaufszentrum kennenlernen oder kriegt dann auch mal einen Margarita zu trinken, den sie vorher halt nicht kannte. Das ist ein Aspekt, der hätte dem Film, glaube ich, noch ganz gut getan, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Witz reinzubringen oder speziell, ja, einfach auch noch ein bisschen dieses Frauenbild zum Beispiel, auch der damaligen Zeit in London, das spielt ja alles um den Ersten Weltkrieg rum. Das wären alles Aspekte gewesen, das hätte ich persönlich noch gern gesehen, aber ob die vielleicht auch als Bonusmaterial auf einer Blu-ray reichen, das sei mal dahingestellt. Fand ich also ganz cool, hätte ich gern gesehen. Also Wonder Woman selbst ist ein Charakter, den gibt es ja inzwischen seit über 75 Jahren und ist damals entwickelt worden von diesem William Moulton Marston und wohl auch seiner Frau. Und das Besondere an diesem William Moulton Marston ist, dass der unter anderem auch den Lügendetektor erfunden hat. Also war wohl damit wesentlich mit beteiligt. Deswegen hat sie zum Beispiel auch dieses Lasso der, wie heißt denn das Lasso? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann das Lasso dafür sorgen, dass derjenige, der damit eingewickelt wird, die Wahrheit sagen muss. Ja, also da schon mal ein Verweis, das finde ich halt cool, da haben sie mehrfach auch im Film genutzt. Das war gut. Und er hat angeblich, aber das ist so ein Ding, das fällt so ein bisschen in die Gerüchteküche, hat der gute Mann, der sie da damals erfunden hat, auch so einen kleinen Bondage-Fetisch gehabt. Auch speziell in den Comics wird die halt dauernd gebunden, die wird dauernd an Bäumen festgebunden. Da gibt es ja richtig so Knebel-Knebel-Comics. Also, wenn man weiß, wie das gemeint sein könnte, sieht es echt ein bisschen skurril aus. Müsst ihr mal googeln. Und sagen wir mal, ich als Fan erkenne in der ein oder anderen Szene im Film, in der sie gerade am Ende zum Beispiel auch im Metall eingewickelt ist, ganz kurz, erkenne ich da Anspielungen auf genau diese Sachverhalte. Und das finde ich alles total cool.
Ansonsten ist es mit Easter Eggs in dem Film nämlich nicht so weit hergeholt gewesen. Ist dir großartig, sind dir Easter Eggs irgendwie aufgefallen? Jetzt vielleicht außer Bruce Wayne, der Name, der mal gedroppt wird? Ach, nee, wie gesagt, ich habe noch nie vorher einen Wonder Woman Comic gelesen, deswegen glaube ich, bin ich da eh der Falsche. Also ich meine, ich wusste vorher, dass schon aus dem Trailer, dass da wohl so eine Anspielung auf Superman, diesen Superman-Film ist mit Christopher Reeves, wo sie dann in der Gasse da die Kugeln abwehrt von den deutschen Agenten. Ansonsten aufgefallen wäre mir da nicht wirklich was, ja. Okay, dann von meiner Seite aus würde ich dann nämlich auch in dem Punktevergabenbereich was geben, also halt auch bei 4 von 5 Punkten einordnen. Ich war wahnsinnig gehypt, das bin ich ja grundsätzlich bei DC-Filmen immer, und fand den Film auch sehr gut und bin aber auch mit einer entsprechend hohen Erwartungshaltung reingegangen, weshalb ich dann vielleicht nach dem Film dann eher sowas wie 3,5 von 5 gegeben hätte, aber da so viele Fan-Bonuspunkte oben drauf kommen, sind wir da locker bei 4 von 5 Punkten. Ich möchte an dieser Stelle ganz dreist auch nochmal auf GeekWhisper verweisen. Da der gute Dennis war es, glaube ich, die Tage bei uns auch eine etwas ausführlichere Kritik geschrieben und dort ebenfalls 4 von 5 Punkten vergeben. Daumen nach oben, oder? Auf jeden Ja. Fall. Ja, Andi, hallo. Hallo. Ich bin auch Guckst du den da. irgendwann mal oder wartest du auf die Blu-ray? Ich will ihn unbedingt gucken, aber die aufmerksamen Zuschauer unter uns werden sicherlich feststellen, dass ich es nicht immer ins Kino schaffe. Star Wars hatte ich ja auch erst Monate später im Kino gucken können. Ich will ihn auf jeden Fall im Kino gucken. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Wenn nicht auf Blu-ray auf jeden Fall. Also, es ist, glaube ich, ein Pflichttermin. Ich glaube, es ist auch mit, was ich bis jetzt gehört habe, der beste DC-Film. Und ich habe mir letztlich ja Suicide Squad noch angeguckt und war so dermaßen enttäuscht und will jetzt einfach mal einen guten DC-Film gucken. Und so, wenn ich, wie gesagt, eure Kritiken alle gelesen habe oder gehört habe, dann ist das quasi ein Pflichttermin. Und ich denke, auch so einen Film muss man einfach im Kino gucken. Das ist zwar auch, kann man auch gut zu Hause auf Blu-ray gucken, aber mit der ganzen Action sollte man auf jeden Fall ins Kino gehen. Top. Was hast du denn heute für ein Thema mitgebracht? Ich habe gestern einen Film geguckt, das ist eigentlich mein Thema. Der Film heißt Pet. Er war auf dem Film Fantasy Festival, ich glaube letztes Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Er fängt an ganz normal wie ein Horrorfilm. Es geht darum, dass eigentlich ein Seth ist ein einsamer Mensch, der arbeitet für Mindestlohn und er hat keine Freunde und selbst auf der Arbeit wird er ignoriert. Und durch Zufall sieht er im Bus seine alte Highschool-Freundin, die kennt ihn aber nicht mehr wirklich. Und irgendwie verliebt er sich gleich in der ersten Sekunde in sie. Und es baut sich eigentlich so auf wie ein ganz normaler, obligatorischer, banaler Horrorfilm. Ein kleiner Psychopath verliebt sich in eine schöne Frau und die schöne Frau will ihn natürlich nicht. Dann fängt er irgendwann an, einen Käfig zu bauen, fängt sich die Frau und sperrt sie dort ein. Soweit so gut, alles 0815-mäßig. Nur dann gibt es einen großen Twist. Was da passiert, darf ich natürlich nicht verraten, sonst mache ich euch den ganzen Film kaputt. Aber der Film nimmt dann einfach eine große, große Wendung, die ich, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Und es beginnt so ein kleines Psychospiel. Die Kritiken sind unterschiedlich. Viele Horror-Seiten schreiben hier toller Film. Film-Fantasy spricht ja auch für sich, für ein bisschen Ausprobierung und so weiter. Filmstarts zum Beispiel hat den Film total verrissen, im Gegensatz zu anderen Seiten. Ich muss sagen, und Anja auch, also meine Frau zu Hause, die eigentlich gar nicht so ein ganz großer Horrorfan ist, aber die hat auch gesagt, wow, weil halt dieses Spiel sich total umdreht vom Psychopathen, deine Frau einsperrt, hin zum, ja, kann ich nicht sagen, aber so ein kleiner Geheimtipp würde ich mal sagen. Pet. 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 Im Horror-Genre kenne ich mich nicht so aus. Du hast ja nur aber einiges gesehen in den letzten Jahren aus dem Bereich. Was würdest du denn, in welche Richtung, also welche vergleichbaren Filme gibt es denn, wem könnte dieser Film gefallen? Was würdest du sagen? Sehr gute Frage. Saw sollte man mögen. Von Saw die Grundidee. Also nicht Saw blutig, gewalttätig, sondern noch Saw. Im ersten Teil ging es ja eher um die Psyche, um diesen Psychothriller. Das kann man vielleicht als Vergleich so ein bisschen anregen.
Natürlich fließt im Pet Blut auch scharenweise und es wird auch gut gemordet, davon abgesehen. Aber in der ersten Linie geht es eigentlich nur um das Zusammenspiel. Sicherlich muss man sich auch auf den Film einlassen. Also wenn man jetzt so denkt, was ist das denn? Aber wenn man sich aber auf den Film einlässt und die Dialoge auch auf sich wirken lässt, dann wird man seinen Spaß haben. Wenn man jetzt so sagt, okay, das kann jetzt alles nicht sein und wie doof ist das denn? Wenn man grundsätzlich da gar nicht aufgeschlossen für ist, dann wird man den Film auch nicht mögen. Das muss ich noch dazu sagen. Aber so ähnlich war es ja bei Saw auch. Und ihr habt den zu zweit geguckt? Wir haben ihn zu zweit geguckt. Ich werde dazu auch ein Review auf Geek Whisper schreiben. Da werde ich mal ein bisschen ausführlicher vielleicht drauf eingehen, wenn ich es überhaupt noch kann. Weil der Twist wird vieles kaputt machen, um über diesen Film zu berichten. Möchtest du uns vorab schon verraten, wie viele Sterne du vergeben würdest? Ich gebe 4 von 5. Also 5 war es nicht, also so gut war er jetzt nicht, aber er war mal was Neues im Horror-Genre und das ist ja die große Hürde. Das Horror-Genre ist ja sowas von überfrachtet und sowas Remake-mäßig überfrachtet, dass einfach jede Idee noch 10-mal aufgedreht wird und dann noch von nochmal 20 Remakes entstehen und eigentlich überhaupt keine neue Idee mehr ist. Aber hier war mal so ein Tick Neuigkeit dabei und ja, hat mir irgendwie gefallen. Dann sind wir mal gespannt, was du dann noch in deinem schriftlichen Review schreibst. Ich würde gern hier jetzt auch mal was vorstellen wollen. Und zwar, es ist ein Comic der besonderen Form. Diesmal nichts mit Superhelden, sondern etwas, das mich privat demnächst auch beschäftigen wird. Und zwar ist es ein Comic von jemandem namens Guy Delisle oder Guy Geil wahrscheinlich. Guy Delisle und Ratgeber für schlechte Väter. Und es ist ein Comic vom Reprodukt Verlag. Den habe ich, also anders, Guy Delisle, den Autor, das ist ein Kanadier, habe ich persönlich kennengelernt bei einer Buchlesung in Frankfurt am Main. Dort hatte er in Zusammenarbeit eben auch mit dem Reproduktverlag und auch irgendwie einem lokalen Veranstalter sein neuestes Werk Geißel vorgestellt. Geißel erzählt die Geschichte eines Mannes, der ja einfach gefangen genommen wird und als Geißel gehalten wird. Und ja, in Personalunion wird das geschrieben und gezeichnet eben von Guy Delisle. Und der gute Mann hat dort dieses Buch vorgestellt, weite Teile dann eben auch gelesen, schön mit PowerPoint-Präsentation und so weiter und so fort. Ein Buch, das einen sehr guten Eindruck macht und bei mir auch noch auf der Liste steht. Jetzt habe ich hier was von ihm, das gab es dort auch zu kaufen. Und das ist dieser Ratgeber für schlechte Väter. Und der Ratgeber für schlechte Väter, das ist eigentlich eine Kurzgeschichtensammlung. Du hast immer so auf 3, 4, 5 Seiten einfach Alltagssituationen von einem Vater, von einem Sohn und einer Tochter. Und da passieren halt einfach Sachen. Eine Geschichte ist, er geht ins Zimmer des Kindes, des Sohnes, und der Sohn zockt die ganze Zeit. Und wie Eltern manchmal so sind, haben die dafür überhaupt kein Verständnis, dass der Sohn die ganze Zeit zocken muss. Also sagt er, hier, komm mal mit, ich brauche mal deine Hilfe. Die gehen dann in die Küche und in der Küche tropft wohl der Wasserhahn oder der Abfluss zumindest. Und es entwickelt sich halt quasi eine kurze Geschichte da, wo man sieht, dass der Vater sich dann da unter diese Spüle klemmt und da dann alles schön zusammenschraubt und lässt sich vom Sohn dann das ein oder andere Werkzeug reichen. Und spätestens als er dann zu doll zugezogen hat und die ganze Spüle kaputt bricht und alles ist nass und eklig und es offensichtlich schief gegangen ist, fragt der Sohn halt, ob er wieder zocken gehen kann. Und das ist in dem Moment halt ganz lustig, weil man sieht, dass es überhaupt keinen Sinn hatte, den Sohn aus seinem Zimmer zu holen und vom Zocken wegzubringen. Hätte man ihn mal lieber dagelassen, wäre alles gut geworden. Und das sind so Alltagssituationen, also total lustig. Kostet auch nicht die Welt. Gibt's für, oh Gott, was wird das sein? Weiß ich gerade gar nicht, was sie da aufrufen von Reprodukt. Bam, 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 bam. Ja, hier kostet 12 Euro neu. Kann man auf jeden Fall machen, vielleicht was für werdende Väter oder für Väter von eher noch jungen Kindern. Ganz spannende Geschichte. Der gute Mann hat sehr viel Erfolg damit gehabt. Das sind so Schwarz-Weiß-Comics, wie gesagt, auch ohne viel Text. Da bist du innerhalb von einer Viertelstunde bist durch dieses Buch durch. Und da gibt es noch weitere Bücher. Da gibt es noch den neuen Ratgeber für schlechte Väter und noch ein Ratgeber für schlechte Väter heißen die dann jeweils vom Reproduktverlag. Und ist vielleicht auch ein gutes Geschenk für jeden, der weiß, dass er demnächst ein bisschen Nachwuchs bekommt. Kann man mal reinschauen. Gibt auch jede Menge andere Comics zu dem Thema, aber die müssen wir später mal besprechen. Ja, während so, dass wir so Kurzgeschichten im Comic ohne viel Text, so ein bisschen mit cartoonlastigen Geschichten, wäre das was für euch oder muss es bei euch immer eher so die größere Story sein? Ich bin sowieso ganz hellhörig geworden bei dem Thema. Das Thema beschäftigt mich privat hier auch sehr. Und ja, ich glaube, die verkaufen weiten Comic mehr.
Klang schon sehr gut. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde auch mal Comics ohne Text und Cartoonhaftigkeit einfach mal zwischendurch auch mal ganz interessant. Das kann auch sehr gut gemacht sein. Diese Stummfilme sind es ja nicht, aber Stummcomics, also finde ich klasse teilweise. Was ist immer, also es gibt Leute, die sprechen immer vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade bei Comics, wie viele Sprechblasen muss er haben, wie viel Zeit sollte es dafür brauchen, benutzen. Aber das ist tatsächlich so, bei diesen 12 €, die du für diesen Comic ausgibst, da ist man echt schon schnell durch, gell? Ja, aber das stört ja nicht wirklich. Also wenn man gut unterhalten würde in diesen 12 Stunden, oft hat man schon 20 € für Kinokarten übertrieben ausgegeben und wurde gar nicht unterhalten. Wenn man 12 Minuten Spaß hatte für 12 €, dann hat jede Euro, Minute 2 € gekostet. Aber im Endeffekt hat einem das Werk ja gefallen. Und wenn es auch kurzfristig ist, na gut, ne, wenn man eine halbe Stunde, aber wie oft hat man zum Beispiel auch ein Panini-Heft, wenn man nach Berlin fährt und da sich 5, 6 mitnimmt, hat man eine Hälfte der Fahrt alles durch. Und das war's dann. Ne? Und wenn man dann da wirklich ein kurz, knappes, cooles Ding hat, was auch vielleicht 12 € kostet, ist es okay, wenn man gut unterhalten wird. Man muss auf einer Seite auch mal sehen, gerade im Comic-Bereich wird ja eigentlich an die Künstler gerade in Deutschland viel zu wenig ausgezahlt. Das ist ein großes Thema eigentlich immer. Und wenn man dann ruhig mal für so ein Werk, was gut ist, 1 € mehr zahlt, ist es immer besser als, ne, wenn man dann sowas gar nicht in den Händen halten kann. Da hast du recht. Außerdem ist der Autor hat einen super sympathischen Eindruck gemacht. Ich habe dann im Anschluss an diese Lesung noch eine Fragerunde mit dem und hat er sehr offen und ehrlich beantwortet. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn mal kennenzulernen oder er vielleicht mal wieder auf Lesereise ist und was vorstellen möchte, dann schaut da mal auf jeden Fall rein. Das ist das Geld auf jeden Fall wert. Ja, und ich weiß, dass ich ja nicht der einzige Runde bin, der gelegentlich mal Comics liest. Ne? Du hast auch noch was gehabt, Nick. Ja, genau. Ich habe mal was von einem etwas unbekannteren Verlag gelesen, und zwar war das Brigada. Das ist von einem spanischen Autor, Enrique Fernandez, der auch gleichzeitig gezeichnet hat. Wer im Internet mal kurz googelt, der findet auch dann eigentlich schnell seine Website. Er schreibt recht passend auf der Seite Bio, dass er es hasst, über sich selber was zu sagen oder zu schreiben. Ne? Deswegen ist der Abriss auch recht kurz. Ich kannte den Namen vorher nicht. Er hat wohl entsprechend seine eigenen Angaben für die Animationsfilme El Cid und Nocturna, kenne ich beide nicht, spanische Animationsfilme, Trickfilme, wohl auch gearbeitet. Und ja, jetzt hat er mittlerweile Brigada rausgebracht. Das ist eine Comic-Reihe, allerdings nicht so regelmäßig veröffentlicht, wie jetzt hier beispielsweise bei Marvel und DC die Serien rauskommen. Brigada ist bei Magnetic Press erschienen. Das ist ein amerikanischer Verlag, der ausländische Werke quasi ins Englische übersetzt und dann publiziert. Also im Grunde das, was Panini in Deutschland macht, machen die sozusagen in den USA, wo ja normalerweise eigentlich der Comicmarkt von den eigenen amerikanischen Titeln beherrscht wird. Also kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. So, also wer bei Magnetic Press mal auf die Website guckt, der findet da viele Titel, die auch von europäischen Autoren und Zeichnern ja, erstellt worden sind, aber dann halt ins amerikanische Englisch übersetzt worden und da halt publiziert worden sind. Oft auch in einem sehr hochwertigen Format. Also Magnetic Press macht zwar auch normale Paperbacks, aber beispielsweise Brigada ist in einem schönen großformatigen Hardcover erschienen. Da haben sie auch noch einige andere in dem Format rausgebracht, und das macht dann auch wirklich Spaß. Das nur soweit zum Hintergrund. Was ist Brigada jetzt an sich für eine Geschichte, oder was steckt da für eine Geschichte hinter? Das ist eigentlich erstmal so eine klassische Fantasy-Geschichte mit Zwergen, mit Dunkelelfen, einer düsteren Fantasy-Welt und so weiter und so fort. Warum sollte man sich das kaufen, beziehungsweise was sollte man es sich überhaupt kaufen? Das ist natürlich die Frage. Ja, also ich muss sagen, zeichnerisch habe ich mich schon ein bisschen daran verliebt. Und das ist bei mir auch immer ein wichtiger Aspekt. Es ersetzt nicht die Story natürlich, aber also die Qualität der Story. Aber wenn ein Comic richtig gut gezeichnet ist oder ich fühle mich da richtig bei den Zeichnungen wohl, da ist das schon mal ein ziemlich dicker Pluspunkt. Es ist auch sehr, wie ich finde, ungewöhnlicher Zeichenstil. Er ist auf der einen Seite teilweise unheimlich scharf und detailverliebt bei Hintergründen, hat er beispielsweise sehr viele grobe Gesichtszüge. Also wenn du jetzt die Gesichter von den Figuren siehst, das ist jetzt nichts irgendwie besonders Detailliertes, teilweise etwas seltsam von den Proportionen. Auf der anderen Seite wiederum Hintergründe und Details sehr schön ausgearbeitet.
Und es ist auch einer der Comics, wo ich sagen würde, wenn du den Klappentext nicht liest, dann ist es gar nicht mal so einfach, diese Geschichte jetzt zu verstehen. Weil also man muss dabei auch sagen, der erste Band, der jetzt erschienen ist, der umfasst die ersten zwei Ausgaben, hat trotzdem gerade mal so um die 100 Seiten. Und der Comic lässt sich wirklich diese 100 Seiten Zeit, seine Welt zu erklären. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie in den ersten drei, vier Seiten eine Einführung bekommt und dann soweit, okay, weiß, ja, hier, jetzt haben wir hier den Bösen und da die Guten und hier gibt es zwei Länder, die kämpfen gegeneinander, so ist das nicht. Man wird in diese Welt geworfen und man weiß, okay, es gibt offenbar Menschen, es gibt Dunkelelfen, es gibt Zwerge. Zwerge und Dunkelelfen befinden sich im Krieg oder befanden sich im Krieg. Dann gibt es Hexen, die offenbar diesen Krieg ja manipulieren oder beziehungsweise eine Art Waffenstillstand bezweckt haben. Es gibt einen seltsamen Nebel, der diese ganze Welt einhüllt und der halt unheimlich schwer zu durchqueren ist. Und man weiß auch nicht, wo man rauskommt. Und es gibt ein Varandir, offenbar eine Kreatur, eine Entität, man weiß es auch nicht so genau, die da offenbar in diesem Nebel steckt. Und das Ganze ist ziemlich mysteriös. Und im Zentrum dessen steht ein Zwerg. Das ist quasi mit die Hauptfigur. Das ist Alvro. Alvro ist ein Offizier, Militär, der eine Brigade anführt. Entsprechend titelgebend auch Brigada. Und diese Brigade besteht aus einer ganzen Gruppe von Halsabschneidern und Kriminellen. Und er ist halt mehr oder weniger dazu gezwungen, Aufträge für eine Gruppe von Hexen auszuführen. Und es ist gar nicht mal so einfach, wirklich ins Detail zu gehen oder alle Hintergründe zu erklären, weil da eigentlich so viele Aspekte oder verschiedene Handlungsstränge aufgenommen werden, die auch erst am Ende wirklich einen Sinn ergeben oder zusammenführen, dass man im Grunde gar nicht so wirklich erklären kann oder was da jetzt alles noch passiert, ohne das zu lesen. Also das habe ich so auch schon länger nicht mehr gehabt. Und das hat mich auch ein bisschen fasziniert, weil wirklich erst auf den letzten Seiten nochmal wirklich ja, Spannung aufkommt. Das fand ich schon echt gut. Ja. Autor ist ja, nennt der gute Mann heißt hier, und ich lese gerade parallel zu deiner Review, damit ich da mal einen Überblick habe. Ist er dieser Enrique Fernandez, Ja. und der scheint da wohl auch als Zeichner unterwegs gewesen zu sein. Kanntest du den vorher? Es war ein kompletter Blindkauf. Also ich kannte den Autor nicht, ich kannte den Verlag nicht wirklich. Ich habe zwar hier schon ein Band von denen stehen, aber auch noch nicht gelesen. Und das hat mich aber optisch schon so angemacht, dass ich gesagt habe, so, das kaufst du jetzt einfach mal. Gab es recht günstig auch, muss man dabei sagen. Und ja, dann lag sie im Regal und jetzt dachte ich mir, jetzt hast du mal genug Marvel und DC gelesen, jetzt packst du dir mal wieder was von einem etwas unbekannterem Verlag oder kleinerem Verlag. Und dann hatte ich sie plötzlich liegen. Ich bin halt schon irgendwo begeistert. Ich muss halt sagen, die Story ist ein bisschen verworren. Also da muss ich sagen, kriegt der Band dann auch einen dicken Punkt Abzug. Ich finde es zwar gut, wenn man nicht sofort immer weiß, wie die ganze Welt jetzt funktioniert, sondern so nach und nach herangeführt wird. Oder wenn man mal mitten in die Welt geworfen wird und erst im Laufe der Geschichte langsam klar wird, was da eigentlich passiert. Aber hier hatte man wirklich den Eindruck, hätte man diesen Klappentext nicht gelesen, dann wäre man so ein bisschen verloren gegangen, hin und wieder. Also dann kann man nicht alles direkt aufgreifen. Man versteht zwar grundsätzlich, was passiert, aber das größere Etwas, das bleibt dann so schon so ein bisschen verborgen. Weil es so detailverliebt und umständlich geschrieben ist oder weil es einfach so viel ist? Ja, für knapp 100 Seiten ist es schon viel, finde ich. Also es sind viele Figuren, es sind viele Handlungsstränge und man kann halt auf einem Comic oder auch selbst in einem Buch auf 100 Seiten ja nur eine begrenzte Anzahl von Figuren und Inhalt rüberbringen. Und hier meiner Meinung nach war es ein bisschen zu viel. Also ich glaube, zwei Figuren weniger oder 20 Seiten mehr wären da wirklich nicht verkehrt gewesen. Ja, okay. Also das ist ein, du hast gemeint, das sind jetzt die ersten beiden Bände, das heißt, da geht es im Grunde nachher noch weiter, ne? Das besteht aus zwei, wenn ich das Hefte jetzt oder Trades, bei 50 Seiten wird es dann ja mindestens mal doppelte US-Heftgröße pro Trade Das kannst sein. du so nicht, kannst du so nicht, kannst Okay. du nicht. Das ist nicht Marvel und DC. Das ist ein anderer Verlag, das ist ein anderer Autor. Ich glaube, das kann man so nicht eins zu eins übertragen. Ich weiß auch nicht genau, wie lange er das noch schreiben will. Schreibt auch, glaube ich, am Ende, dass er. Moment, was hat er denn noch geschrieben? Bla 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 bla. Ich glaube, er möchte ein drittes Kapitel schreiben.
Also es wird auf jeden Fall noch einen Band geben. Und also vielleicht auch mehr, weiß man ja nicht. Aber das ist halt nicht diese klassische Verlagsarbeit wie bei Marvel DC, wo man weiß, da gibt es jetzt 6 bis 12 Ausgaben oder mehr und dann ist Schluss. Das läuft ja alles ein bisschen unabhängiger. Okay, ist denn am Ende so ein Cliffhanger, sodass man jetzt auf den dritten Teil warten würde? Ja, Okay. gibt es. Also wenn der nicht kommt, dann nicht kaufen und den Autor steinigen. Okay. Macht in der Summe dann wie viele Punkte? Ja, ich habe 4 von 5 gegeben. Ja. Ich würde aber auch sagen, dass da einer auf jeden Fall noch für die Zeichnung auf on top ist. Für die Handlung selber würde ich 3 von 5 geben. Aber durch die grandiosen Zeichnungen und weil halt auch sehr viel Detailliebe daran steckt, da gibt es dann 4 von 5. Da, vielen Dank. Ist so Gerne. Fantasy-Sachen, die glaube ich, können mir echt vorstellen, dass es dem Basti auch ganz gut gefällt. Er fand diese Zwergensaga auch so klasse. Unter Umständen Ja. wäre das was, was dem auch gefallen könnte. Es gibt so viele gute Comics in letzter Zeit. Ich habe jetzt mich über weite Teile von den alten Humble Bundles jetzt vor kurzem mal hergemacht und habe da auch ganz viele Image-Sachen noch nachgeholt. Ich bin jetzt zum Beispiel auf dem aktuellen Stand, was Saga betrifft. Bist du Weil nicht ich. spoilern? Nee, ich sag Spoiler gar nichts, ich sag nur, ich bin jetzt guten Gewissens bis Band 6 und kann es wirklich empfehlen. Tolle Qualität einer Serie, die wirklich wahnsinnig gut ist, viel Spaß macht. Dann habe ich zum Beispiel, das hatte ich letztens auch im Geekbook geschrieben, Trees entdeckt. Trees ist eine Serie, glaube ich, von Warren Ellis. Und also die Prämisse ist einfach, überall auf der Welt tauchen riesengroße schwarze Monolithe auf, die bis in den Himmel reichen. Diese Monolithe, also das sind halt, keine Ahnung, so stellt sich wie riesengroße Säulen vor, werden die Trees genannt. Und da geht es eben darum, was das ist, wo die herkommen. So ein bisschen Mystery, gibt Parallelen, ein bisschen auch so zu Lost zum Beispiel, wo man auch nicht so genau weiß, warum ist denn das jetzt so? Gibt ganz viele tolle Charaktere in einer modernen Welt. Und also ganz toll, ist nur eine von vielen Empfehlungen, was ich gerade so weglese. Dann muss ich auf jeden Fall noch zwei Sachen, also eigentlich muss ich eine Sache erwähnen, denn der deutsche Comic-Fan, der hat demnächst mal wieder ein Geschenk von Panini zu erwarten. Panini ist nämlich, hat demnächst Geburtstag, die werden 20 Jahre alt. Und 20 Jahre alt werden heißt bei Panini nicht, dass man einfach nur ein paar Kerzen auf Kuchen anzündet. Das heißt, dass sie es einfach krachen lassen werden. Jetzt ist ja am 1. und 2. Juli die Comic-Con in Stuttgart. Dort gibt es ein riesen Bühnenprogramm. Ich möchte jetzt hier gar nicht so viele Kleinigkeiten und Details da verraten. Guckt einfach mal auf der Seite von Panini auf paninishop.de. Da gibt es einen längeren Bereich mit ja, den ganzen Stars, die sie da vorstellen, die da alle kommen. Das sind also Zeichner von Comics, von Superhelden-Comics, die wir alle schon gelesen haben. Da ist beispielsweise ein Typ dabei, der hat jetzt beim aktuellen Wonder Woman Special das Variant gezeichnet. Joe Prado heißt der gute Mann. Wen kennt man hier denn noch? Mal gucken. Ach, viele. Will jetzt gar nicht so tun, als würde ich sie alle kennen. Also ganz viele Zeichner haben die am Start. Und das eigentlich Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass die bundesweit ganz viele Comics verschenken, so wie das beim Gratis Comic-Tag häufig der Fall ist. Und zwar wird da auch am 1. Juli in ganz vielen Comicläden werden also wieder Panini-Comics ausliegen, die man sich kostenlos mitnehmen kann. Also besondere, nicht grundsätzlich alle Panini-Comics, sondern eine gewisse Auswahl. Und das sind einmal querbeet durch den Gemüsegarten alles dabei, was Panini so im Programm hat. Also da ist Batman dabei, ja, Spider-Man mit dabei, natürlich auch die Simpsons, Star Wars ist dabei, mehr was für Kinder mit Pokémon und so, diesen Drachenzähmen leicht gemacht Geschichten, ganz viel ganz tolles Zeug und auch Preacher zum Beispiel, eine Leseprobe von Preacher, der Serie von Garth Ennis, wo es ja unter anderem inzwischen auch die Serie auf Amazon gibt. Also ganz toll, ganz viele tolle Sachen. Geht am 1. Juli unbedingt mal in den nächstgelegenen Comicladen. Vielleicht habt ihr auch eine Buchhandlung, die mitmacht. Schaut einfach mal auf der Seite von Panini. Ist eine dringende Empfehlung, mal wieder gute, kostenlose Comics zu bekommen oder auch mal in Sachen reinzuschauen, die man vorher halt noch nicht kannte. Es ist immer irgendwie, also Comicleser haben ja so viele Möglichkeiten, geilen Scheiß zu lesen. Und wer beispielsweise jetzt hier Preacher immer noch nicht kennt oder so wie ich einfach nur zu Hause stehen hat und nicht zum Lesen kommt, der kann hier mal in die Leseprobe reingucken. Preacher hast du auch zu Hause, Andi, ne?
Preacher habe ich auch zu Hause. Ich bin auch gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du das gesagt hattest. Ja, ich hatte Preacher, den ersten Hardcover-Band, auch von Panini. Ich glaube, 90% oder 95% des Comics habe ich schon gelesen und die letzten 5% steht immer noch auf meinem Schreibtisch, dieses Hardcover rum. Ich gucke es jeden Tag an und ich schaffe es einfach nicht, es in Hand zu nehmen und zu Ende zu lesen, obwohl die Story echt genial ist. Und das Schöne an dem Preacher-Comic, was jetzt Panini gratis raushaut, das will ich auch unbedingt haben, weil dieses Cover ist, glaube ich, auf keinem Comic oder keinem Hardcover drauf. Das ist, glaube ich, ein neues Cover. Habe ich mir zumindest sagen lassen von Willem. Der schreibt ja uns auch ab und zu mal eine Comic-Review und sammelt schon seit 20, 30 Jahren Comic. Und der hat mir erzählt, dass dieses Cover wohl noch nicht in der Form veröffentlicht worden ist. Und von daher will ich es haben. Sieht doch aus wie dieser, wie heißt denn, ich glaube Steve Dillon hieß der gute Mann, der leider vor kurzem gestorben ist und da auch maßgeblich an Preacher beteiligt war. Ist das richtig? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall Steve Dillon, genau. Und der hat auch Preacher gemacht. Siehste, ich wusste sogar auswendig, fantastisch. Und das sieht aus wie ein Steve Dillon-Cover. Vielleicht ist es ein bis jetzt unveröffentlichtes, aber auf gar keinen Fall ein neues, weil der gute Mann, wie gesagt, leider im Oktober letzten Jahres verstorben ist. Dann so, ja. Aber auf jeden Fall ist es ein Cover, was doch nicht so im Handel wohl Ja, war. genau. Wie du schon sagst, wir haben ja die Hardcover. Ich glaube, das gibt's auch nur im Hardcover auf Deutsch, oder? Gibt's da noch irgendwie eine Softcover-Ausgabe, die ich nicht kenne? Weißt du das? Oh, sehr gute Frage. Ich meine, es gibt Softcover. Ich meine, es gibt die Softcover. Aber eher ganz alt. Die haben, glaube ich, auch mit dem Hardcover dann ganz viel an Wert verloren. Ich glaube, so 80er, 90er, da kam das natürlich auch aus Anfang 90er, ne? Ja, das ist ausgekommen, ist 96, glaube ich, der erste Band erschienen. Da muss es auf jeden Fall Softcover geben, weil die Hardcover kamen, glaube ich, erst danach, nochmals Auflage. Okay. Aber ich weiß jetzt gar nicht, kann ich jetzt, muss ich lügen, weiß nicht aus dem Kopf. Ich glaube, sie sind damals als Softcover rausgekommen. Kannst du dir vorstellen, also die gibt's ja jetzt, wahrscheinlich verkauft Panini noch die Restbestände von den Hardcovern, aber kannst du dir vorstellen, dass sie das nochmal neu veröffentlichen? Nicht ohne Grund werden die doch jetzt dieses Special raushauen. Ich gehe stark von aus. Also limitiert sind die Hardcover, glaube ich, nicht. Von daher können sie einfach weiter produzieren, neue Auflagen. Aber ich gehe stark von aus, weil die Fernsehserie auch nicht gerade unerfolgreich ist und sie seine Fanbase gefunden hat, dass da auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch was zu erwarten ist. Oh ja, bin Glaube ich fast. gespannt. Aber da diese mit Amazon zusammenarbeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Walking Dead guckt, da ist ja eine andere Veröffentlichungspolitik. Und dieses Preacher hat natürlich noch nicht die Ausmaße angenommen wie Walking Dead, obwohl es qualitativ von der Serie, glaube ich, mindestens gleichwertig anzusehen ist. Vom Comic allein her und von der Serie eigentlich auch. Von daher habe ich mir zumindest sagen lassen, weil die Serie habe ich noch nicht geguckt, aber das ist schon so ein Niveau und da sieht man mal, welche Richtung es annehmen kann, wenn was gehypt wird. Vielleicht, es läuft ja auch nur auf Amazon. Amazon Prime hat zwar, haben zwar viele, aber irgendwie kam die Serie noch nicht so beim Mainstream-Publikum an wie Walking Dead. Und ich glaube, darauf warten die noch. Und wenn das dann steigen sie ein mit allem. Die Serie ist ja, glaube ich, auch irgendwie auch noch vor den Preacher-Comics angelegt. Also zumindest geht da, wo quasi die Staffelfinale endet, geht's quasi im Comic erst richtig los. Soweit, das habe ich gehört, ohne es zu wissen. Ich habe den Trade noch, wie gesagt, noch nicht gelesen, die Comics. Aber das habe ich Ja. gehört. Ja. Die Serie finde ich übrigens auch ziemlich geil. Also ich bin ja nicht so der Seriengucker, ne? Also ich habe zwar irgendwann angefangen, Serien zu gucken, aber ich glaube, ich werde nie der große Serienjunkie sein. Aber das ist tatsächlich einer der wenigen, wo ich auch auf jeden Fall dranbleiben werde. Die hat mich schon mitgenommen. Aber ich habe auch gehört, ohne jetzt die Comics gelesen zu haben, das habe ich noch vor mir, dass quasi die erste Staffel so an den ersten Ausgaben kratzt und sich da irgendwie relativ lange aufhält. Ohne jetzt da irgendwie auf Vormarsch zu gehen. Die Serie oder das Comic jetzt? Also. Die Serie, die ist wohl noch relativ Okay. am Anfang der Comics. Also die haben wohl die ganze Staffel in den ersten Ausgaben verbracht, so nach dem Motto. So habe ich das Okay. mitbekommen. Ist quasi noch viel Stoff da, den man Ja, erzählen kann. definitiv. So muss man sehen. Ja, bevor wir es gerade mit Amazon Prime Serien hatten, dann hier kurze Empfehlung, auch wenn man das nicht mehr empfehlen muss. Ich persönlich habe hier American Gods für mich entdeckt, auch diese inzwischen auf Amazon Prime laufende Serie.
die eine, also es ist halt eine quasi eine Serienumsetzung eines Buchs von Neil Gaiman, den man ja auch zum Beispiel von Sandman kennt und ganz vielen anderen Büchern, die der geschrieben hat. Also guckt ihr das zufällig? Bin ich der Einzige, der American Gods guckt? Ich habe die ersten beiden Folgen geguckt, oder die ersten drei waren es. Ja, also ich habe jetzt da aufgehört, wo er bei dem, ja, jetzt sind die Namen schon wieder alle weg. Gedächtnis. Shadow ist zum Beispiel der Shadow, Hauptcharakter. ja, der hat da gerade Dame gespielt gegen einen relativ bekannten Schauspieler, der gerne mal einen Russen spielt. Da war ich jetzt gerade. Also hat interessante Aspekte, aber ich bin noch nicht ganz drin, muss ich zugeben. Naja, also gerade die ersten beiden Folgen sind halt super abgespaced und ich sage mal Azi-Fazi, also da muss man, also wenn man auch nicht weiß, um was es geht, also wenn man vorab nicht mal so eine grobe Zusammenfassung gelesen hat oder gar das Buch kennt, dann ist das schon, glaube ich, extrem abschreckend. Aber ich habe mich da halt drauf eingelassen. Ich finde halt dieses Düstere toll. Eigentlich, also die Geschichte von American Gods. Also das Interessante daran ist, dass man so richtig viel Background gar nicht erklären kann, den kennt man nämlich auch inzwischen noch nicht und ich habe inzwischen 6 oder 7 Folgen gesehen. Der Hauptcharakter ist der ein Typ namens Shadow Moon. Shadow Moon hat seine Frau verloren, nachdem er jetzt aus dem Knast kam und sucht quasi ein bisschen so einen Sinn im Leben und nimmt einen neuen Job an bei jemandem, der sich Mr. Wednesday nennt, gespielt von Ian McShane. Und ja, dann geht's los. Mr. Wednesday hat offensichtlich einen Plan, muss dafür quer durch die Staaten reisen und diverse Leute anquatschen. Und Shadow Moon hilft ihm dabei. Sie treffen dabei auf ganz viele verschiedene Protagonisten, die alle irgendwie nicht ganz von dieser Welt zu sein scheinen und auch Kräfte haben und irgendwelche komischen Sachen machen. Und plötzlich schwebt irgendwas und plötzlich regnet's Blut und plötzlich ist irgendwer im Internet weggecybert. Und plötzlich hängen Leute an einem Galgen. Also ganz komplett querbeet. Du weißt manchmal nicht genau, was ist hier eigentlich los. Aber ich möchte jeden ermutigen, da mal am Ball zu bleiben und sich die zur Verfügung stehenden Folgen mal so weit, wie er möchte, reinzuziehen. Ich finde es super gut gespielt. Ich will immer wissen, wie es weitergeht. Es gibt diverse Nebenhandlungen, die auch mal in komplett anderen Zeitsträngen spielen, die auch mal in der frühesten in der Geschichte spielen, welche die mehr so zum Zeitpunkt des Kolonialismus. Ja, und da war es geschehen. Ihr merkt schon, hier ist offensichtlich die Aufnahme abgebrochen. Und das habe ich eben auch viel zu spät erst gemerkt. Wir haben jetzt hier noch so 2, 3 Minuten, viel länger war es wirklich nicht mehr, noch miteinander geplaudert. Ich habe die Jungs hier im Speziellen, also den Andi und den Nick, vielen Dank für eure Teilnahme. Die Jungs, die habe ich verabschiedet. Und wir haben dann wirklich nur noch kurz geplaudert. Insofern ist der Verlust verkraftbar? ja, genau. An dieser Stelle kann ich euch nochmal herzlich einladen, dann auch nochmal im Geekbook vorbeizuschauen auf geekwhisper.de. Da quatschen wir regelmäßig über Gott in die Welt, neueste Comics, Filme, Serien und alle anderen Sachen, die gerade so aktuell sind. Insbesondere jetzt eben auch die Comic-Con in Stuttgart, die gewesen ist und wohl ein voller Erfolg war. Da kommt doch mal bei uns bei geekwhisper.de vorbei und schaut mal, ob ihr denn nicht mit diskutieren wollt. Ich kann an dieser Stelle noch kurz 2 weitere Specials vom Telestammtisch anteasen. Das wäre einmal, habe ich einen Verlagsleiter von einem Comic-Verlag am Start, mit dem ich mich, wenn alles klappt, noch diese Woche treffen werde und ihn ein bisschen ausquetsche bei einem Bierchen zu seinem Verlag und ja, zum Portfolio, zum persönlichen Lebenslauf und so weiter mal ausquetschen werde. Bleibt gespannt, wer das sein könnte. Und zum anderen habe ich mir ein aktives Kreativteam geschnappt, die aktuell Comics schreiben und zeichnen und die werden auch so ein bisschen was aus ihrem Alltag erzählen, gucken, wie sie so entstanden sind, was sie so hatten, was sie also schon produziert haben. Auch da könnt ihr gespannt sein, auch da verrate ich noch nicht genau, wer es sein wird. Nur so viel, wir haben die Arbeit der beiden Jungs bei uns auf der Seite schon mal kurz rezensiert. Bleibt also gespannt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit der übrigens 8. Folge des Telestammtisch und nicht der 9., so wie ich das ganz zu Beginn mal gesagt habe. Ihr könnt uns finden auf geekwhisper.de, dort im Geekbook. Ihr könnt uns finden auf Facebook unter der Telestammtisch oder Geekwhisper. Ihr findet uns eigentlich überall. Ihr wisst Bescheid. Meldet euch. Wir sehen uns und auf Wiedersehen. Ciao.